jetzt sind wir hier im Revier und machen einmal einen Testschuss. Erstmal vom Hochsitz aus. Wichtige Ausrüstungsgegenstände dafür natürlich immer Gehörschutz, klar. Gewehr, noch viel wichtiger. Ein Entfernungsmesser, damit ich erstens weiß, wie weit die Scheibe weg ist und zweitens, dass auch auf meine Entfernung, die ich ungefähr haben will, machen kann. Und ein Fernglas, das ich vielleicht kontrollieren kann, wenn der Schuss sitzt. Wenn ich es nicht sehe, muss ich hingehen. Wichtig ist, was ich jetzt erstmal trocken teste, gerade vom Hochsitz aus und wenn ich, eben einen stationären Schuss machen will, dass ich auch wirklich eine sichere Auflage habe. Also das ist zum einen über den Ellbogen, zum anderen natürlich über die Auflage. Und dafür ist es immer besser, wenn der Ellbogen etwas tiefer ist als das Gewehr selber. Und da es hier auch reines Holz ist, legen wir dafür natürlich extra was drunter. Testen einmal, ob das vom Winkel her bequem ist. Ich habe also jetzt das so gemacht, dass ich das Sitzblatt zwischen die Beine genommen habe, weil ich da am besten sitzen kann. Guck einmal, ob das vernünftig aussieht bis da hinten. Das geht. Und dann können wir loslegen. Gehörschutz vergesse ich ganz gerne mal. Das sollte man nicht tun. Also so würde es vom Anschlag her passen. Wir haben natürlich hier den Hintergrund, der ist beachtet, da ist also kein Spazierweg dahinter oder sowas. Wir haben einen Kugelfang, haben einen weichen Erdboden, wo auch kein Abpraller zu erwarten ist und sowas. Und damit ist man dann eigentlich auf der sicheren Seite. Und dann können wir loslegen. So, also wie man hier sieht, wir haben jetzt hier mal 5 Schuss gemacht. Das ist ein Streukreis von Tolite 3 cm. Ich hatte ein bisschen den Verdacht, weil mir die Waffe einmal umgefallen war zu Hause, dass vielleicht irgendwas passiert sein könnte. Dann sollte man immer mal einen Testschuss machen. Offensichtlich ist nichts passiert. Das bin ich so gewohnt von dem Gewehr. Das ist wirklich jagdlich mehr als nur vertretbar. Wenn man jetzt einen größeren Streukreis hätte oder Ausreißer von vielleicht, weiß nicht, 6, 8, 10 cm, dann muss man das natürlich wirklich auf dem Schießstand machen und die Waffe gezielt einschießen, wie es auch gesetzlich so vorgeschrieben ist. Aber so ist das absolut nicht nur vertretbar, sondern wirklich gut und damit bin ich zufrieden. Wenn man jetzt festgestellt hat, was bei uns ja vorhin nicht der Fall war, dass man wirklich aufgrund irgendeines Vorfalls eine größere Treffpunktabweichung hat beim Einschießen in Revier oder beim Testschießen, dann sollte man natürlich immer wirklich auf den richtigen Schießstand gehen, weil man dann wirklich quasi unter richtigen Laborbedingungen sich eine ordentliche Auflage, eine richtige Sitzposition und einen guten Anschlusstisch und auf richtige Distanz haben kann, damit man dann eben wirklich alles so machen kann, wie man es auch für ein richtiges Einschießen braucht. Das war jetzt eine 1770 im Kaliber 223 Remington. Gucken wir mal, was wir zustande gebracht haben. Ich denke, da kann man ganz zufrieden sein. Jetzt probieren wir das Ganze nochmal mit einer 1727F, mit einem Geradezugsystem, das aus dem Biathlon bekannt ist. Habe ich noch nie geschossen, ist bestimmt ganz witzig.
Jetzt habe ich selber zum ersten Mal 17-27-11 geschossen. Lustige, witzige Geschichte und wirklich sehr schnelle Geschichte, dadurch, dass man immer mit dem Daumen Kontakt hält zum Verschluss und das wirklich dann, ich zeige es mal langsam, so vorschieben kann und nur noch mit dem Finger umgreifen muss, ist das wirklich schnell, schlicht und einfach schnell und effektiv. Es ist nicht geladen, ich habe aufgemacht. Ein schönes Zeichen für Präzision ist immer die sogenannte Mündungskrone, wo man einen Stern von den Gasen, von den Schmauchgasen sieht. Das ist mir hier ganz schön zu sehen, sehr gut ausgeformt.